Dann darf ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des VfL Osnabrück in den FC Erzgebirge Aue. Hier oben begrüße ich beide Trainer, Dirk Schuster, Trainer unserer Gäste, und unseren Cheftrainer Daniel Thun. Der Gast hat natürlich das erste Wort, Herr Schuster, bitteschön. Ja, erstmal Glück auf und schönen guten Abend in die Runde. Wir müssen erstmal durchschnaufen nach dem Spiel, nach den 90 Minuten. Ich denke, von beiden Seiten brutal intensiv, kampfbetont. Man hat sich nicht geschenkt, jeder Zweikampf wurde zu 100% angenommen, aber alles in geregelten Bahnen und im Rahmen des Fairplay. Ein tolles Kampfspiel gewesen mit sehr wenig Torchancen auf beiden Seiten. Ist für uns erstmal positiv zu sehen, denke ich, wenn man bedenkt, dass die Osnabrücker in der Vergangenheit den HSV und VfB Stuttgart geschlagen haben, deutliche Erfolge gegen andere Mannschaften erzielt haben. Mit den Fans im Rücken, tolle Stimmung hier im Stadion, Freitagabend, Flutlicht, alles war angerichtet. Und wir haben sehr viel vom VfL wegverteidigen können, selber dabei in der ersten und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit verheißungsvolle Ansätze gehabt, selber torgefährlich zu werden. Ja, so dass ich denke, dass es für uns ein Punkt ist, den wir gern mitnehmen und der auch nicht ganz unverdient ist. Den wir uns allerdings, denke ich, in der 90. Minute fast selber noch versaut hätten, indem wir im Mittelfeld in der eigenen Hälfte versuchen, mit der Hacke zu spielen und in der Folgesituation ein Spieler der Osnabrücker vor Martin Mennel auftaucht und er den Ball Gott sei Dank hält, sodass wir diesen Punkt gern mitnehmen und über den wir uns auch freuen, weil es wieder ein bisschen der Boden unter den Füßen ist nach den letzten Auswärtsspielen und den sich die Mannschaft mit sehr viel Einsatz, Leidenschaft und Mentalität verdient hat. Und wir jetzt, auch einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Wünsche natürlich meinen Kollegen mit seiner Mannschaft viel Erfolg für die restlichen Spiele, ganz klar. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen, Herr Schuster. Daniel, dein Statement. Ja, vielen Dank erstmal für die Wünsche für die nächsten Wochen. Teile ich, gebe ich gerne zurück. Danke. Was das Spiel betrifft, glaube ich, verdient wäre sicherlich der Sieg nicht gewesen für uns, aber um das auch gleich mal zusammenzufassen, ich glaube aber, es lag auch sehr, sehr deutlich daran, dass wir daran schuld sind, dass wir dieses Spiel heute nicht gewonnen haben. Ich fand, dass wir gerade im Ballbesitz sehr wenig Qualität nach vorne gebracht haben. Ich fand, dass wir im Ballbesitz vielleicht sehr aktiv waren, aber wir haben uns gar keine Torchancen herausgespielt. Zum einen sicherlich lag es daran, dass der Gegner gut verteidigt hat. Zum anderen hat uns eigentlich komplett die Präzision gefehlt im letzten Drittel. Wir haben sehr viele einfache Bälle, die wirklich auch, wo man Torchancen hätte raus kreieren können, haben wir verstolpert. Wir hatten Momente, wo wir vielleicht auch Möglichkeiten uns herausspielen hätten können über Umschaltmomente. Das war sicherlich was, was auch entstanden ist, aber da haben wir auch häufig die falsche Entscheidung getroffen. Wir haben sehr oft tief gespielt und wenig in die Verlagerung oder weniger dann in die Breite, um halt vielleicht auch final einen ordentlichen Abschluss zu haben. Insgesamt ist natürlich alles sehr, sehr enttäuschend aus meiner Sicht. Wir haben heute von der ersten Minute brutale Unterstützung vom Publikum bekommen. Wir sind super unterstützt worden. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Dieser Funke sprang definitiv vom Spielfeldrand oder von den Fans auf den Rasen über, aber wir konnten das Ganze einfach nicht entzünden. Es war auf der einen Seite sicherlich ein sehr kampfbetontes Spiel und ein sehr intensives Spiel, aber das entsteht auch häufig darum, wenn man viele Ballverluste hat, dann sind viele Umschaltmomente und viele Momente halt auch gegeben, wo das Spiel dann intensiv wird. Wir hatten immer so ein bisschen Probleme damit im Ballbesitz, dass wir aufpassen mussten, dass die Kollegen aus Aue da nicht ins Umschaltspiel kommen, weil da haben sie auch ihre Qualitäten und sind gefährlich. Ich finde, das haben wir ganz gut wegverteidigt, auch gerade hinten die Nullstand. Wir haben selber nicht ganz so viel zugelassen. Ich freue mich, dass Maurice Trapp da mit seiner alten Stärke wieder zurückgekehrt ist. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann sehr positiv bewerte. Aber insgesamt, und das nochmal abschließend auch zu unterstreichen, mit dem Auftreten meiner Mannschaft, gerade im Ballbesitz, war ich heute überhaupt nicht zufrieden, überhaupt nicht mit einverstanden. Und wir haben zwar diesen einen Punkt jetzt, aber der ist bei uns vielleicht nicht ganz so viel wert wie bei den Kollegen. Es ist ein Heimspiel und Heimspiele sollte man vielleicht auch mal gewinnen. Danke. Danke auch dir, Daniel. Wenn noch Fragen offen sind, dann steht die Möglichkeit.
nicht der Fall. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Unseren Gästen wünschen wir natürlich eine angenehme, wenn auch gleich eine lange Rückreise ins Erzgebirge. Alles Gute für den Rest der Saison und uns allen noch zusammen ein schönes Restwochenende. Danke. Danke.